Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und es wird täglich an den Kulissen gemalt und gewerkelt. Denn die neue Spielzeit vom Theater Bremen steht vor der Tür und die wurde passend in der Kulissenwerkstatt präsentiert. Die neue Spielzeit ist aber auch zugleich die letzte ohne Intendanten. Die künstlerische Leitung wird also für 2012 wieder einen Vorgesetzten haben. Marcel Klett, Leiter für Schauspiel, ist mit der Wahl des Neuen zufrieden. Glücklicherweise hat sich die Findungskommission für einen sehr, sehr guten und geeigneten Kandidaten entschieden. Also wird es dann eben wieder mit traditioneller Leitungsform hier weitergehen. Aber es war gut, dass wir das 2 Jahre lang hier machen konnten. Das Theater ist also seit dem Weggang des alten Intendanten frei wieder zur Ruhe gekommen. Der neue Michael Bürgerding wird im Sommer 2012 seine Arbeit aufnehmen. Kulturstaatsrätin Carmen Emichholz sieht darin vor allem eine Entlastung. Also ich glaube, auf die Dauer ist es ein kraftraubendes Modell, weil die Kolleginnen und Kollegen ja auch noch dramaturgische Arbeit machen. Das darf man nie vergessen. Und wir haben uns ja gemeinsam auf diesen Übergangsweg verständigt. Insofern trifft es auch bei allen auf Akzeptanz. Das aktuelle Programm hat es in sich. Neben spektakulären visuellen Effekten wie für Mozarts Idomeneo haben die Theatermacher ein gesellschaftliches Reizthema aufgegriffen und einige deutsche Klassiker völlig neu interpretiert. Im Schauspiel wird es so sein, dass wir einen Zusammenprall zwischen der deutschen Klassik und muslimischen Jugendlichen herstellen über eine Produktion, die Volker Lösch machen wird. Im Augenblick planen wir Kabale und Liebe von Friedrich Schiller. Und das wird eine ganz spannende Arbeit, weil dann Leute auf der Bühne stehen, die normalerweise auf der Bühne keine Stimme haben. 2011 werden also nicht nur in bühnenbaulicher Hinsicht neue Wege in Bremen gegangen. Auch einige Inszenierungen werden Diskussionsstoff liefern.